Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns an die besten Fußballer jedes Alters, von 15 bis 55 Jahre. Ich meine zu behaupten, dass Mukukumi hier mit dabei sein könnte, aber da gibt es auch ein paar andere, die sehr stark in seinem Alter sind. Ich bin gespannt. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da und schreibt mir dann auch in die Kommentare, wer fehlt in diesem Video. Zum Beispiel, ihr kennt einen geilen 16-Jährigen, der krass gut ist, dann schreibt rein, ey, der hätte da sein müssen. Ich bin gespannt, ich lese mir die Kommentare safe durch. Und damit würde ich sagen, wir gehen rein ins Video. Schauen wir mal von 15 bis 55. Die besten 16-Jährigen sind scheinbar. Der beste ist Fernandes, der zweitbeste ist Paul Wanner und der drittbeste ist Nusa. Okay, krass. Krass. Die zeigen immer drei scheinbar. Interessant. Interessant, dass ein Bayern-Spieler dabei war. Okay. Ich hätte mich schon gewundert, wenn Moukoko nicht dabei gewesen wäre. Moukoko ist mittlerweile schon 17. Ich kann mich noch daran erinnern, wo er sein 16-jähriges Debüt bei Dortmund gegeben hat. Und an seinem Geburtstag war das, glaube ich, oder einen Tag später, auf den Platz gekommen ist in der ersten Bundesliga. Geisteskrank. Gavi ist auch 17. Crazy. Und Mbamba ist auch 17. Auch crazy. Sehr, sehr crazy. Die besten 18-Jährigen. Bellingham ist der beste 18-Jährige auf der Welt. Okay. Cherki ist der zweitbeste 18-Jährige. Und Demir der drittbeste. Wie alt ist denn Florian Wirtz jetzt? Ah, jetzt weiß ich, wie alt er ist. Weil ich habe gerade gedacht, der fehlt doch da in der Liste. Aber wenn er 19 ist, normal, dann ist er in der 19-jährigen Liste dabei. Petri, ne? Also Petri momentan mit Abstand der beste 19-Jährige auf diesem Planeten, glaube ich sogar. Ich glaube, man könnte ja mal glauben, dass es noch einen besseren 19-Jährigen gibt. Irgendwo in der vierten Liga oder so, von dem man noch nicht so viel gehört hat. Aber der bald auf einmal da ist, so Youngstar-technisch, Future-Star-technisch. Aber ich glaube, Petri, was wie eiskalt der ist, wie frech der ist. Den juckt ja gar nicht, dem bringt ja nichts aus der Ruhe, ne? Und das mit 19? Respekt. Respekt. Gravenberg ist echt geil. Saka ist auch echt gut. Adeyemi. Glaubt ihr, Noah Okafor ist dabei? Noah ist aber schon ein bisschen älter, ne? Noah ist halt krass, aber der ist schon ein bisschen älter als Adeyemi. Ich glaube, der ist... Wie alt ist Noah jetzt? Ich habe ihn kennengelernt vor 4 Jahren oder so. Da war er, glaube ich, 19 oder so, 18, 19. Der wird so 22, 23 jetzt schon sein. Oder? Bruder, das ist so komisch, ne? Dass Haaland ein Jahrgang mit Vinicius ist. Vinicius ist jetzt auch super, ne? Nichts gegen Vinicius, aber wenn man das nochmal mit Haaland vergleicht, Haaland ist schon gefühlt so Topspitze der Welt mit 21, Brudi. Ohne Sinn. Wenn er seine Verletzungen in den Griff bekommen würde, Hilfe. Boah, Foden und Havertz sind gleicher Jahrgang? Und Vlahovic auch 22? Ich dachte, Vlahovic ist jünger. Hä, ich dachte, Real Talk, Vlahovic ist jünger. Wieso ist der so alt? Und das ist, finde ich, auch geisteskrank. Diese drei Spieler hier, ne? Donnarumma hatte den ein oder anderen Patzer in der Zwischenzeit, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Keeper. Alexander Arnold mit 23 eine 87er Bewertung, verrückt. Und Kilian sowieso, brauchen wir nicht drüber sprechen, Ende im Gelände. Wie gut er ist. Ich weiß nicht, wo würdet ihr euch wünschen, wo Nkunku hingeht? Ich sag euch ehrlich, ich glaube, der geht zu Bayern. Aber wünschen würde ich mir, doch, Bayern ist schon cool. Nkunku, Bayern ist schon cool, aber... Dann ist die Bundesliga halt noch langweiliger, ne? Dann haben die den besten Mittelfeldspieler gefühlt, so offensiv, aus der Liga. Das ist momentan für mich der Beste aus der Liga, kann man sagen, was man will. Aber wo soll er sonst hingehen? Real, weiß nicht. Barca, weiß nicht. Premier League, weiß nicht. Bayern ist, glaube ich, schon der richtige Weg für ihn. Bayern soll mal auf alles scheißen und einfach einen Kunku holen. Krass, Ruben Dias ist 25. Dias, De Jong, Rodri. Stark. Viele Bayern-Spieler, viele Bundesliga-Spieler mit dabei. Das freut mich als Bundesliga-Fan. Das freut mich sehr. Mmh.
Mittelbundesliga und Bayern-Spieler dabei. Kimmich, Goretzka, Bruno Fernandes. Ja, Bruno muss dabei sein in der Liste. De Bruyne wird auch noch dabei sein. Kane, Ederson, die Baller mittlerweile auch schon 28, heftig. Salah, Son und Alisson. Haha, Son und Alisson, ey! Ja, Mann, ich hab doch gesagt, oha, die sind alle ein Jahrgang? Crazy. Mané und Neymar sind ein Jahrgang? Ehrlich? Hey, ich dachte, Neymar ist älter als Mané. Ist Mané auch schon so ein alter Knacker mittlerweile? Heftig. Das ist wild, Gänsehaut. Boah, Kanté ist noch älter als Neymar. Ja, Griezi ist halt auch jetzt schon irgendwie so ein alter Sack, ne? Aber er ist auch erst 31. Der wird auch seine Karriere bei Real zu Ende bringen. Boah. Lever scheinbar jetzt zu Barca, ne? Sehr komisch hört sich das an. Lever zu Barca, aber Bayern will ihm nur einen Jahrvertrag geben. Ohne Sinn, Bayern. Warum? Nachdem er so viel für euch gemacht hat? Das verstehe ich manchmal nicht. Das verstehe ich manchmal wirklich nicht. Vielleicht wollen die Haaland oder so holen, ne? Aber keine Ahnung. Der will doch zu City für 30 Millionen Gehalt im Jahr. Ach was, Benzema ist auch 34, so wie Messi? Interessant, interessant. Suarez, Navas und Hugo Lloris. Torhüter kommen jetzt wahrscheinlich viele, ne? Jetzt kommen wahrscheinlich viele Torhüter. Man kann sagen, was man will, aber wenn die drei auf dieser Übersicht hier gerade nicht in ein paar Jahren alle drei Icon-Karten bekommen, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Modric, Safe Icon. Neuer, Safe Icon. Ramos, Safe Icon. EA, mach keine Faxen. Boah. Ey, ich wäre so traurig. Ich bin so traurig, dass die bald aufhören mit Fußball. Ne? Messi, Ronaldo, Ramos. Oh. Ich will nicht, dass die aufhören. Ich will, dass die weiterzocken. Die gehören so dazu für mich. Ich bin mit denen aufgewachsen, Mann. Das ist... Das macht mich krass traurig, Mann. Ja, scheiß auf die Jahre muss man noch genießen, wo sie noch zocken. Man muss die Jahre in vollen Zügen genießen. Haha, Ibra. Da gibt's nur zwei. Ja, die haben nicht mal einen dritten rausgefunden. Wer ist Sand? Wer ist Cheng Si? Wer ist Ono und wer ist Buruc? Ey, ich kenne die Jungs alle gar nicht. Okay, das Video geht eh nur noch 30 Sekunden. Mal gucken, wen wir von denen kennen. Nakamura kenne ich. Und den Glatzkopf würde ich so gerne einmal auf die Glatze klatschen. Patsch! Wie immer, einmal Glatze streichen oder drauf klatschen. Ja, Mann, Buffon. Der spielt mit 44 immer noch. Hilfe. 44. Ah, einmal Applaus. Einmal Applaus, Leute. Freunde, das war's schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. 1000 Likes will ich sehen als Challenge. Gerne kostenlos abonnieren. Krass, das, was wir so gesehen haben. Ne? Ich bin gespannt, wenn Ronaldo, Messi und so aufhören, wer dann so für Ballon d'Or in Frage kommt. Ich denke, Mbappé, Pedri und wie sie alle heißen, sind dabei. Haaland nicht zu vergessen. Wir sehen uns. Peace.